Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Heute mal wieder mit einem kleinen Review bzw. eher einem Empfehlungsvideo, weil dieses Gaming-Headset kostet gerade mal um die 50 Euro und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, was das Teil drauf hat, ist wirklich absolut beeindruckend und dass man für so wenig Geld ein so krasses Headset bekommen kann, hätte ich vorher nicht geglaubt. Das Headset, um das es hier heute gehen soll, ist das Linecast LX50 und was das Teil so zu bieten hat und ob es vielleicht auch für euch das Richtige ist, schauen wir uns in diesem Video an. Geliefert wird das LX50 in einer schlichten Verpackung und neben dem Headset selbst finden wir darin einmal ein Kombi-Klinke-Kabel mit Inline-Steuerung, um das Headset an Konsolen, Handys und so weiter anzuschließen, ein Verlängerungskabel mit zwei einzelnen Klinken für den Anschluss am PC, das abnehmbare Mikrofon und außerdem, was echt cool ist, noch zwei zusätzliche Ohrpolster aus Velour für die Leute, denen das Kunstleder nicht gefällt. Das Headset selbst kommt ebenfalls in einem ziemlich schlichten, aber durchaus auch edel wirkenden Design daher. Das Teil ist wirklich schön anzusehen und mir persönlich gefallen so schlichte Designs ehrlich gesagt deutlich besser als übertriebene Gaming-Optik und an der Stelle hat Linecast in meinen Augen auf jeden Fall alles richtig gemacht. Die beiden Ohrmuscheln sind aus Kunststoff gefertigt mit einem großen Alu-Element auf den Seitenflächen und dem kleinen Linecast-Logo in der Mitte. Der Kopfbügel ist aus schwarz lackiertem Metall und natürlich auch wie die Ohrpolster mit schwarzem Kunstleder überzogen. Kabel und Mikrofon sind jeweils abnehmbar und das Kabel selbst ist mit Stoff ummantelt und einer kleinen Inline-Steuerung ausgestattet, mit der wir die Lautstärke ändern und das Mikrofon muten können. Die Verarbeitung weiß auf jeden Fall zu überzeugen und für den Preis gibt es hier absolut nichts zu meckern. Und auch der Tragekomfort ist wirklich gut, die Ohrpolster sind schön groß, weich und ohrumschließend, sodass man auch nach längerem Zocken kein Druckgefühl auf den Ohren bekommt. Der Kopfbügel ist natürlich größenverstellbar und sehr flexibel, sodass das Headset wohl den allermeisten Leuten passen wird. Das einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der Winkel von den Ohrmuscheln nicht wie bei teureren Headsets üblich sich einstellen lässt, sodass Leute mit sehr schmaler Kopfform das Problem haben könnten, dass die Ohrmuscheln nicht gleichmäßig aufliegen. Das Headset wiegt 320 Gramm und der dick gepolsterte Kopfbügel trägt dazu bei, dass man das Headset ohne weiteres stundenlang auf dem Kopf haben kann, ohne dass es irgendwie störend wird. Und damit kommen wir auch schon zum ersten wirklich überraschenden Punkt, und zwar der Klangqualität. Dass so ein günstiges Headset so gut klingen kann, hätte ich wirklich nicht geglaubt, wenn ich es nicht selbst ausprobiert hätte. Das LX50 ist mit zwei hochwertigen 53mm Neodymtreibern ausgestattet, die den kompletten Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hertz abdecken. Und das Klangbild von den beiden Lautsprechern ist für den Preis einfach überragend. Der Ton ist extrem authentisch, also natürlich abgestimmt, ohne übertriebenen Bässe oder Höhen und selbst die mittleren Tonlagen werden absolut klar wiedergegeben. Die Bässe sind knackig, ohne übertrieben aufzutragen und durch die leichte Anhebung der Höhen haben wir hier quasi die perfekte Abstimmung für ein Gaming-Headset, weil es mit dem Teil auch ohne 7.1 Surround Sound einfach super gut möglich ist, Gegner, Schritte und Schüsse sehr genau zu orten. Und ihr wisst ja, dass ich allgemein kein Fan von nativen 7.1 Headsets bin und daher bin ich ehrlich gesagt auch ziemlich froh drüber, dass sich Linecast hier für eine reine Stereo-Lösung entschieden hat. Klang zu beschreiben ist was wirklich Schwieriges, aber ich habe hier mein Bestes gegeben und ich kann euch versprechen, für ca. 50 Euro ein besser klingendes Gaming-Headset zu finden, wird sehr, sehr schwierig werden. Und überragend ist für den Preis nicht nur der Klang der Lautsprecher, sondern auch das Mikrofon weiß absolut zu überzeugen. Aber macht euch doch einfach selbst einen Eindruck davon, wie gut oder schlecht das Teil klingt. Ich jedenfalls muss schon sagen, für ein Gaming-Headset gerade in der Preisklasse ist es schon wirklich überraschend und für Sachen wie TeamSpeak auf jeden Fall mehr als ausreichend. Wahrscheinlich sogar gut genug für das ein oder andere Commentary. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Punkt, und zwar dem Preis und Fazit. Das Teil kostet aktuell gerade mal 54,95 € und war zwischenzeitlich auch schon für weniger als 50 Euro zu haben. Und für das Geld ist das Headset auf jeden Fall das Beste, was ich bis jetzt testen konnte. Klar, das Teil ist nicht perfekt und mit einem 100 oder 150 Euro Headset oder Kopfhörer bekommt man noch ein bisschen mehr geboten, aber auf keinen Fall ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Weil was die reine Preis-Leistung angeht, kommt aktuell einfach nichts an dieses Headset ran und wer das meiste für sein Geld bekommen möchte, kann hier absolut bedenkenlos zuschlagen. Und wenn ihr so ein Headset gewinnen möchtet, dann solltet ihr jetzt im Anschluss unbedingt noch bei Instagram vorbeischauen, da verlose ich nämlich so eine LX50 und wer Lust hat, kann da ja einfach mal mitmachen. Das ist ganz einfach, ihr müsst dazu einfach auf Instagram mich abonnieren und einen Kommentar unter dem Post verfassen und mit ein bisschen Glück könnt ihr das Teil schon bald in euren Händen halten. Und damit war's das jetzt, ich hoffe das Video hat euch gefallen, wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben und ein Abo da und ich hoffe natürlich, ich sehe euch im nächsten Video.